Hallihallo, ihr lieben Reisenden und herzlich willkommen in der größten Traveler Community Europas. Als sorgfältiger Reiseplaner bist du sicherlich immer darauf bedacht, alles dabei zu haben und da darf vor allem natürlich Internet auf Reisen natürlich nicht fehlen. Heute berichten wir über unsere Erfahrungen mit den eSIMs von Truephone auf unseren Reisen, wobei wir uns besonders auf folgende Punkte konzentrieren wollen. Erstens die Geschwindigkeit und Datenmenge, die angeboten werden. Zweitens, welche Tarife gibt es? Was kosten die so? Drittens, wie sieht es aus mit technischem Support? Und zu guter Letzt, lohnen sich die eSIMs von Truephone überhaupt, damit du entscheiden kannst, ob diese eSIMs der Partner sind, den du brauchst, um auf deiner Reise verbunden zu bleiben. Lass uns anfangen! Und das Datenvolumen der Truephone eSIMs. Die Marke Truephone bietet Datentarife an, die zwischen all ihren Plänen Datenvolumen von 100 Megabyte bis hin zu 100 Gigabyte haben, was unserer Erfahrung nach für eine Reise sehr knapp sein kann. Bevor man sich also für einen Datentarif entscheidet, sollte man als allererstes mal seinen täglichen Verbrauch in den Social Media zum Beispiel berücksichtigen, besonders dann, wenn man auch an einem neuen Ziel ankommt, wo man vielleicht Reservierungen vornehmen muss, Uber bestellen muss oder aber Google Maps zur Orientierung benutzen muss. Falls du dir jetzt noch nicht im Klaren darüber bist, wie viele Daten jede App in etwa verbraucht, hinterlassen wir dir eine Tabelle, die den ungefähren Verbrauch pro Stunde zeigt, damit du entscheiden kannst, ob ein Truephone-Tarif deinen Internetbedürfnissen entsprechen könnte oder halt auch nicht. Zweitens, welche Tarife gibt's und was kostet das Ganze? Was die Vielfalt der Tarife angeht, so bietet das Unternehmen nicht die meisten Optionen an, weil es nur zwei Tarife mit einer Laufzeit von entweder einem Tag oder aber 30 Tagen anbietet. Die Preise der Truephone eSIM-Karten variieren dabei stark nach Land, Vertragsdauer und Gigabytes. Die 30-Tage-Verträge kosten zwischen 25 Euro für 10 GB. Und ja, die 25 Euro klingen erstmal günstig, aber es gibt auch einen Haken. Nämlich, die günstigeren Pläne haben ein sehr niedriges Datenvolumen, wie ich gerade erwähnt habe. Und wahrscheinlich musst du irgendwann während deiner Reise dann direkt nachladen, sodass dann am Ende billig doch teuer werden kann. Truephone ist somit eigentlich eine der teuersten Marken auf dem Markt, wenn man bedenkt, dass ihre Pläne keine unbegrenzten Daten anbieten. Technischer Support. Oft schenken wir diesem Thema eigentlich die geringste Aufmerksamkeit, weil wir beim Kauf nie denken, dass etwas passieren könnte und wir mal vielleicht die sofortige Hilfe von einem Support-Team überhaupt brauchen würden. Der Kundenservice von Truephone funktioniert über eine E-Mail, die du auf der Website oder in der App finden kannst und die versprechen dir, innerhalb von weniger als 60 Minuten zu antworten, was bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wenn du dringend eine eSIM brauchst und sie so lange brauchen, um zu antworten, dann hast du vielleicht schon direkt eine andere gekauft. Für uns ist das wirklich ein wichtiger Punkt, denn als wir das erste Mal eine eSIM benutzt haben, da hatten wir sehr wohl Fragen während des Installationsprozesses und haben einfach schnell eine Antwort darauf gebraucht. Wir hinterlassen dir jetzt noch einen Screenshot, der eine Bewertung von ganz schlechten 1,7 von 5 Sternen zeigt und das basiert dann auf der Meinung von ungefähr 160 Nutzern auf Trustpilot. Lohnt sich letztendlich die eSIM von Truephone, ja oder nein? Nachdem wir jetzt die eSIM von Truephone in Kanada und anderen Zielen mal getestet haben, sind wir zu mehreren Schlussfolgerungen gekommen. Also, erstens mal bietet uns die Marke eine große Vielfalt an eSIMs an für mehr als 100 Länder und je nach Kontinent oder Ländergruppe. Aber die Dauer der Tarife ist entweder so kurz oder so lang, dass es sich für eine Reise nicht wirklich lohnt. Auf der anderen Seite vermissen wir vor allem Karten mit unbegrenzten Daten, damit wir uns keine Sorgen machen müssen, unsere eSIM nachzuladen oder aber mitten auf der Reise plötzlich wieder ohne Internet dazustehen. Was den Preis betrifft, so gehört die Marke zu den, ja, wie gesagt, eher teureren auf dem Markt. Zusammenfassend können wir also sagen, sind die Karten von Truephone nicht die beste Option. Aber es gibt auch andere Alternativen, die dir dann zum Beispiel unbegrenzte Daten bieten können, wie etwa die Karten von Olafly, die wir bei Passporter immer verwenden. Warum nutzen wir bei Passporter immer Olafly für unsere Reisen? Olafly hat mehr als 170 Ziele mit drinne und viele davon mit unbegrenzten Daten.
Außerdem haben wir dort eine flexible Rückerstattungspolitik, sollte mal etwas passieren oder wir konnten den Dienst nicht in Anspruch nehmen. Wir haben außerdem die Flexibilität, je nach Reiseziel und Reisedauer, wo wir auswählen können zwischen mehr als 5 Plänen, die dann von 5 bis hin zu 20 Tagen reichen können. Wir haben außerdem einen 24-Stunden-Kundenservice, der dann in weniger als einer Minute über einen Chat oder WhatsApp in 8 Sprachen antwortet. Und wir können uns entscheiden, in welcher Währung wir bezahlen wollen. Ganz gemütlich Euro, Dollar, australischer Dollar oder was auch immer. Denn es gibt mehrere Währungsoptionen. Außerdem ist Olerfly das Unternehmen mit der höchsten Bewertung auf Trustpilot, nämlich 4,7 bei mehr als 27.000 Rezensionen. Wenn du, genauso wie wir, jetzt auch an der Option interessiert bist, dann hinterlassen wir dir jetzt noch gerne einen Rabatt von 5% mit dem Gutschein Passporter, damit du bei deinem Einkauf sparen kannst. Oder du kannst auch direkt auf den Link in der Videobeschreibung unten klicken, der dann den Rabattcode automatisch anwendet. Wichtig, bevor du jetzt einen Kauf tätigst und eine eSIM kaufen möchtest, bitte überprüfe, ob dein Mobiltelefon überhaupt mit einer eSIM kompatibel ist. Auch hier in der Videobeschreibung unten hinterlassen wir dir da eine Liste mit allen kompatiblen Mobiltelefonen und raten dir übrigens auch noch zusätzlich die Installation vor deiner Reise durchzuführen, weil du dafür einfach eine Internetverbindung brauchst. Aber du kannst ja einfach installieren und erst dann aktivieren, wenn du auch wirklich erst am Zielort angekommen bist, zum Beispiel direkt nach der Landung, damit dein Tarif auch erst dann losgeht, wenn du unterwegs bist. Okay, ihr Lieben, das war unsere Meinung und Erfahrung mit der eSIM von Truephone und wir hoffen, dass dies unserer Reise-Community bei der Reiseplanung weiterhelfen kann. Macht's gut!